So, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Thema. Das Thema heißt, na, ihr seht es noch nicht, Kohl. Ja, Kohl. Heike hat mir gesagt, heute gibt es Rosenkohl. Da habe ich mir gedacht, heute erzähle ich mal was über Kohl. Und zwar ist ja Kohl ein typisch, hier seht ihr es, verschiedene Kohlsorten. Zwei sind hier zu sehen, Brokkoli und den Weißkohl. Gibt natürlich sehr viel mehr, werden wir vielleicht auch gleich noch ein paar sehen. Der Kohl gilt als typisch deutsch. Es liegt aber nicht nur an dem ehemaligen Bundeskanzler, sondern das liegt daran, dass er in Deutschland relativ gerne verzehrt wird. Aber die Betonung ist auf relativ. Ich weiß nicht, hier isst ihr viel Kohl? Ja, das ist gut. Und Kohl kommt aus diesem Wildkohl, der in seinen verschiedenen Züchtungen dann eben vorliegt. Aber er hat eigentlich ein relativ schlechtes Image, nämlich er galt lange als, hier steht es, als streng riechendes Arme-Leute-Essen. Aber er kommt zurück und gilt auch mittlerweile als das neue Superfood. Das ist doch gut, oder? Denn die Forschung geht weiter und man entdeckt, dass der Kohl sehr viel gute Eigenschaften hat. Da wird zum Beispiel gesagt, er hat die mächtigsten Waffen gegen die Entstehung von Krebs. Oder er hat einen herausragenden Stellenwert bei der Vorbeugung von Krebs. Und das beruht auf verschiedenen Studien. Hier ist eine: sekundäre Pflanzenstoffe aus Kreuzblütern schützen gegen Krebs durch Modulation des Krebsstoffwechsels. Kreuzblüter, das ist die Obergattung der Kohlsorten. Und die sekundären Pflanzenstoffe, derer gibt es Zehntausende, sind auch im Kohl reichlich vorhanden. Und da hat man Studien gemacht und verschiedene Sachen festgestellt, zum Beispiel, wie gut Kohl oder die Inhaltsstoffe von Kohl auf Blasenkrebs wirken. Und wenn man fünfmal pro Woche Kohl isst, halbiert das das Blasenkrebsrisiko im Vergleich zum wöchentlichen Verzehr. Also man kann das Krebsrisiko hier um die Hälfte senken. Das gilt auch für Brustkrebs und für verschiedene andere Krebssorten. Hier haben wir mal eine Ernährungsstudie: mehr Kohlgemüse, weniger Brustkrebs. Oder Magen-Darm-Krebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, all das ist erforscht. Da gibt es Studien drüber. Und der Brokkoli ist da besonders reich. Mit seinen Sulforaphanen macht resistente Tumorstammzellen in Pankreastumoren verwundbar. Also, wo man hinschaut. Aber auch Magenkrebs beispielsweise. Brokkolisprossen helfen gegen Helicobacter pylori. Das sind Bakterien, die im Darm sind. Und wenn die da sind, gelten die als ein Krebsrisiko, ein Magenkrebsrisiko. Und deswegen ist man darauf bedacht, wenn man die entdeckt, bei einer Magenspiegelung beispielsweise, dass man diese bekämpft, weil man damit das Krebsrisiko mindert. Und Brokkolisprossen haben auch diese Eigenschaften. Brokkolisprossen können Magenkrebs vorbeugen, schreibt hier Focus Online. Und daran wesentliche Ursache hat eine Substanz, die ich gerade erwähnt habe, Sulforaphan im Brokkoli. Die wollen wir jetzt mal vielleicht mal ein bisschen genauer betrachten. Ich habe von einem amerikanischen Arzt, der sich auch sehr viel mit solchen Studien beschäftigt, namens Michael Greger, die Geschichte gehört, dass er seine Studenten oder wo er halt Studenten unterrichtet hat, einen Wirkstoff vorgestellt hat, und zwar den Wirkstoff namens Ilocor-B, und hat erzählt, neue Substanz auf dem Markt und unheimlich wirksam gegen alles Mögliche. Zum Beispiel schützt es unser Gehirn und unser Sehvermögen und schützt uns vor freien Radikalen und stärkt die Entgiftungsenzyme und kann Krebs vorbeugen und Krebs heilen. Also eine wunderbare neue Substanz auf dem Markt. Und diese Substanz, das ist Ilocor-B, aber er hat es nur einmal von hinten nach vorne gelesen, liest sich rückwärts Brokkoli. Und das kann der Brokkoli. Und diese wunderbaren Eigenschaften hat eben der Brokkoli. Und wir können daraus was ganz Praktisches heute mal mitnehmen. Nämlich der Brokkoli hier als Beispiel der Kohlsorten hat viel Glucosinolate.
Das sind also sekundäre Pflanzenstoffe, die dort sehr viel enthalten sind. Und in den Zellen sind aber diese Glucosinolate vertreten, aber auch ein entsprechendes Enzym namens Myrosinase. Und wenn der Brokkoli aufgebrochen wird, also im simpelsten Fall, wenn man den Brokkoli kaut, dann werden diese beiden Substanzen frei, können miteinander reagieren zu einem sehr, sehr wirksamen Mittel gegen Krebs, die Sulforaphan. Das ist das, die Kette, die dann praktisch beim Verzehr vonstatten geht. Und diese Sulforaphan, die gilt so etwas wie, den wird auch bezeichnet als der Superstar unter den Glucosinolaten, unter den wirksamen Substanzen gegen Krebs und die anderen guten Eigenschaften, die ich alle genannt hatte. Und wenn wir diese Kette einmal betrachten und verstehen wollen, wie das Ganze funktioniert, dann müssen wir etwas bei der Zubereitung und beim Verzehr berücksichtigen, was uns hilft, die Sulforaphane auch optimal für uns zu erschließen. Denn die Glucosinolate sind wasserlöslich. Das heißt, im Grunde genommen ist ja klar, wir brauchen diese beiden zu einer Reaktion, um Sulforaphan zu erhalten. So, und die. Ja, das ist sicherlich in allen Kohlsorten so, aber besonders im Brokkoli. Oder nur in den Blüten oben in dem. Ach so. Oder auch im Stiel. Wo ist das hauptsächlich? Das ist überall im Brokkoli. Also das weiß ich nicht, ob das im Stiel weniger ist. Ich habe darüber keine Differenzierung gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich gehe davon aus, dass das praktisch auch überall vorhanden ist im Brokkoli. Die Glucosinolate sind also wasserlöslich. Was passiert jetzt, wenn wir den Kohl nehmen und lange in Wasser liegen lassen oder in viel Wasser kochen? Ja, dann haben wir ein Problem mit unseren Glucosinolaten und praktisch in dieser Kaskade zu wenig Glucosinolate, die dann praktisch nicht reagieren können. Ein Wort zu dem Enzym, also der Myrosinase. Wenn wir den Brokkoli erhitzen, dann wird dieses Enzym vernichtet. Auch doof, ne? Also haben wir wenig Enzym, bleiben die Glucosinolate, wie sie sind, und es entsteht kein Sulforaphan. Also was schlussfolgern wir daraus? Roh ist gut, genau, roh. Aber das ist wie die... Bitte? Dünsten, also wenig Wasser ist erstmal gut. Hier ist es... Mit wenig Wasser... Und dann natürlich auch eine kurze Kochzeit, also dünsten, kurze Kochzeit und natürlich vor allem noch was, auch das gilt vor allem, wenn wir es roh essen, gut kauen, genau, aber das ist noch nicht alles, was wir vielleicht da mitnehmen können, denn schauen wir uns mal diese Grafik an. Wir haben jetzt hier also zwei Balken, ihr seht einen hellblauen und einen dunkelblauen Balken, und das zeigt uns praktisch die Kochzeit des Brokkolins, also die Enzymaktivität der Myrosinase in Bezug auf die Kochzeit. Und wenn wir auf den hellblauen Balken sehen, sehen wir, dass der viel früher reduziert wird. Also die Enzyme, die werden sozusagen vernichtet schon nach 120 Sekunden Kochzeit in der Mikrowelle. Ja, hellblau Mikrowelle, dunkelblau ist dann die Dampfgarung. Aber was sehen wir schon nach 420 Sekunden? Das sind 4 Minuten. Naja, das sind leider Sekunden. Also ist ziemlich früh vorbei damit, oder? Und da entsteht sozusagen so ein gewisses Problem, dem man aber aus dem Weg gehen kann mit einer, die wurde genannt, Hack-and-Hold-Methode. Hack, also hacken und warten, also zurückhalten.
Hack and Hold. Was ist das? Also, wir haben ja schon vorhin gesagt, wenn wir den Brokkoli zerkleinern, das muss ja nicht kauen sein, das kann auch hacken sein, dann setzt ja diese Reaktion schon ein, oder? Sodass wir praktisch die Sulforaphane bilden können, oder sie bilden sich beim Zerhacken des Brokkolis. Und wenn er dann sozusagen 40 Minuten auch noch liegt, bevor er gekocht wird, dann sind die Sulforaphane schon da und die Sulforaphane sind hitzestabil. Das ist gut, ne? Also das heißt, wenn wir jetzt diesen Vorgang der Reaktion zu den Sulforaphanen schon vor dem Garen einsetzen lassen, dann haben wir den Verlust nicht. Also das ist sehr sinnvoll. Wenn wir jetzt Tiefkühlbrokkoli oder Tiefkühlkohl nehmen, da haben wir ein ganz ähnliches Problem. Wir haben hier auf einer Grafik hier die Darstellung der Nachweisbarkeit von Sulforaphan im Blut eines Probanden. Das heißt, Verzehr der Sulforaphane und dann der Nachweis im Blut. Ihr seht, er steigt an und mit einer Zeit lässt es danach. Wenn man aber Tiefkühlkost nimmt, wie sieht dann die Kurve aus? So. Also ihr seht, bei Tiefkühlkost haben wir ein ähnliches Problem. Wie können wir damit umgehen? Also, wenn wir jetzt auf Tiefkühlkost zurückgreifen müssen, dann nehmen wir einfach eine andere Quelle, eine andere enzymatische Quelle. Also das gibt ja, man kann ja jetzt, sagen wir mal, Tiefkühlbrokkoli nehmen und man kann der Speise etwas hinzufügen. Das kann im Salat sein und das kann natürlich auch zur Hauptspeise sein. Wenn ich jetzt also, nehmen wir mal, ich habe jetzt hier das Beispiel an Brokkoli-Keimsprossen. Wenn wir also Sprossen zum Salat machen, dann haben wir ja eine reichhaltige Quelle an unserem Enzym und das verbindet sich dann praktisch mit den Glucosinolaten, auch aus der Tiefkühlkost. Und was entsteht am Ende? Sulforaphane. Also wir, auch wenn die Enzyme schon totgefroren sind, können wir sie praktisch nachträglich hinzuführen und können praktisch die Glucosinolate aus der Tiefkühlkost ergänzen mit dem Enzym, was wir aus der Frischkost hinzugefügt haben und haben am Ende doch noch unseren Nutzen von unserem Kohl. Das muss nicht nur solche Keimsprossen sein. Auch Kresse ist gut. Oder warum nicht Chinakohl an den Salat, nicht wahr? Oder zum Salat auch mal ein Kohlrabi. Man kann auch Brokkoli an den Salat machen, nicht? Ist euch sicherlich bekannt. Und das schmeckt auch sehr gut. Oder den Weißkohl auch roh essen. Upsala. Den Weißkohl roh essen. Wir haben das ja in der Falafel. Na, Falafel im Brot. Da ist ja immer Rotkohl und Weißkohl dran. Ist ja auch roh. Und das damit kann man auch seinen Salat anreichern. Ja, und wenn wir diesen hohen Nutzen von dem Kohl für uns auch selber beanspruchen wollen, dann sollten wir 5-mal pro Woche den Kohl verzehren. Ja, seht ihr, und da braucht man ein bisschen Fantasie und das Bewusstsein, wie gesund der Kohl ist. Ja. Ja, also in verschiedenen Formen. Lasst eure Fantasie walten. Hauptsache, ihr wisst Bescheid. Kohl ist gesund und sehr gesund und deswegen lade ich euch ein. Nutzt den Kohl in verschiedenen Formen. Ob es nun Kresse ist, kann man mal mitnehmen für wenig Geld beim Supermarkt, schon fertig. Oder wie gesagt, mal ein Kohlrabi zwischen den Salat dann schneiden oder knabbern. Ne? Ja. Dörrgemüse, ich mache das oft. Also ich mache das mit der Küchenmaschine, dann Äpfel und Möhren, was man hat, und dann dörren. Da braucht man noch nicht mal einen Dörrautomat. Ich lege das im Winter auch immer über die Heizung. Ist aber nicht Kohl, ne? Doch, mit Kohl und allem. Also du dörrst Kohl. Kohl gedörrt, ja. Wenn es schon gedörrt ist, dürfte es noch viel... Bleiben dann die Enzyme da drin? Also
Ja, also wenn es nicht erhitzt wird, bleiben die Enzyme darin. Ja. Ne? Also erst wenn die Zellen verletzt werden und zerstört werden, dann setzt dieser Prozess ein. Ne? Also das bedeutet, dass du auch da im Trockenen, aber Trockenkohl ist mir jetzt gar nicht so geläufig. Ne? Aber gut, ich habe ja euch gerade eingefordert, Also Fantasie zu Zwetschgen und entwickeln. Möhren, das ist eine ganz tolle Mischung. Okay, guter Tipp, ja. Ja, Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr das mitnimmt. Kohl ist gesund, und zwar sehr gesund, vorbeugend gegen Krebs, und da danke ich für eure Aufmerksamkeit.